Willkommen auf unserem Kanal. Hier veröffentliche ich Testberichte über die besten Elektronik- und Haushaltsgeräte. Heute habe ich den Monitor Philips 24M1N 3200VS im Test. Haben Sie etwas über dieses Modell zu sagen? Schreiben Sie es gerne in den Kommentaren und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich dieses Gerät zu kaufen, schauen Sie sich gerne die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit im Handel. Genug geredet, kommen wir nun zum Testbericht. Die Bildschirmdiagonale beträgt 24 Zoll mit einem Seitenverhältnis von 16 zu 9. Die Bildschirmauflösung beträgt 1920x1080 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 8 Bit und WLED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Monitors beträgt 48 bis 165 Hertz und die minimale Reaktionszeit der Matrix beträgt 1 Millisekunde. AMD FreeSync Premium. Kein Tearing und Ruckeln. Flüssiges Gaming. Beim Gaming sollten Ruckeln und kaputte Frames gar nicht erst auftreten. AMD FreeSync Premium ermöglicht Spielern ein flüssiges Spielerlebnis ohne Tearing bei höchster Leistung. Es werden keine Kompromisse gemacht. Spielen Sie ungestört mit schneller Aktualisierungsrate, Low Framerate Compensation und geringer Latenz. Geringe Eingangsverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen Geräten und Monitor. Die Eingangsverzögerung ist die Zeitspanne zwischen der Durchführung einer Aktion an einem angeschlossenen Gerät und der Wiedergabe des Ergebnisses auf dem Bildschirm. Eine geringe Eingangsverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen der Befehlseingabe auf den Geräten und der Wiedergabe auf dem Monitor, wodurch das Spielen von zu ruckeln neigenden Videospielen deutlich verbessert wird. Dies ist besonders bei schnellen Wettkampfspielen wichtig. Smart Image Spielmodus für Spieler optimiert. Das neue Philips Gaming Display verfügt über eine OSD-Steuerung mit Schnellzugriff, speziell auf Spieler abgestimmt, und bietet ihnen mehrere Optionen. Der FPS-Modus First-Person-Shooting verbessert dunkle Bereiche in Spielen und ermöglicht ihnen, versteckte Objekte in solchen Bereichen zu sehen. Der Racing-Modus stellt das Display auf die schnellste Reaktionszeit und hohe Farbwiedergabe ein und nimmt zusätzlich Bildanpassungen vor. Der RTS-Modus Real-Time Strategy verfügt über einen speziellen Smart-Frame-Modus, der das Hervorheben des bestimmten Bereiches ermöglicht und Größen- und Bildänderungen erlaubt. Gamer 1 und Gamer 2 ermöglichen das Speichern individueller Einstellungen für unterschiedliche Spiele. Low-Blue-Modus und Flicker-Free für schonendes Fernsehen. Unser Low-Blue-Modus und die Flicker-Free-Technologie wurden entwickelt, um die Belastung und Ermüdung der Augen zu reduzieren, die häufig durch lange Stunden vor dem Monitor verursacht werden. Ultra Wide Color bietet eine breitere Farbpalette für lebendige Bilder. Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten. Der Monitor mit Standfuß hat folgende Abmessungen: 54 cm breit, 41,6 cm hoch und 19,3 cm tief. Das Gewicht des Monitors beträgt 3,6 kg. Neigung des Monitors kann eingestellt werden. Eine WESA 100x100 Montage ist möglich. Der Monitor verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtleistung von 6 Watt. Die folgenden Anschlüsse sind vorhanden: 2x HDMI 2.0, einmal DisplayPort 1.2 und einmal 3,5 mm Audio Out. Easy Select Menütaste für schnellen Zugriff auf Bildschirmmenüs. Die diskret angebrachte Easy Select Menütaste ermöglicht die schnelle und einfache Änderung von Monitoreinstellungen im Bildschirmmenü. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. 8K-Videos sind beim Ansehen problematisch. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. 4K-Videos sehen gut aus. Qualität ist sehr gut. Das war's mit unserem Testbericht zum Philips 24M1N 3200VS Monitor. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!